Und dann versuchen, die auch noch zu ergänzen. Und dann die Map irgendwo hochzuladen nochmal. Ich habe einen eigenen Server eigentlich, muss ich mal schauen. Die ist halt eigentlich von einem anderen Guide, deswegen möchte ich das eigentlich nicht unbedingt machen, aber mal schauen. Da fehlt halt legit was. Jetzt weiß ich auch, dass der andere tatsächlich gefehlt hat und nicht einfach nur meine Hirngespinste waren. Okay. Diese ganze Anlage ist mir ein Rätsel. Rückschlüsse auf die einstige Verwendung sind angesichts des Zustands schwierig. Meiner Einschätzung nach muss einst das Meerwasser oder die Prospektion im Fokus gestanden haben. Weder noch, was ein guter Ansatz erfolgt. Keine Ahnung, ich finde es halt. Das war das Radioaktiv-Gedöns da oben, ne? Ah, hier sind auch Ripper. Scheiße. Das wird Spaß machen. Hust, hust, hust. Wo war ich jetzt eigentlich vor dem Code? Ah, ich sehe schon. Es sind immer noch keine Ripper, oder? Das sind noch die. Da ist ein Ripper. Das ist eine Frage eigentlich. Das ist schon volle Combo. Ich habe noch gelootet. NFTs, genau. Weil bei NFTs ist es ja genauso, dass die Leute, die an NFTs glauben, allen anderen glauben machen wollen, dass NFTs was wert sind. Du gehörst mir. Noch fünf Leute, okay. Ja, wir kriegen auf jeden Fall mehr Tote als beim Berserkerlauf. Du gehörst mir. Ein Kampf. Eddie. Das ist der Doppelstvolk. Wie hält der denn aus, um Gottes Willen? Okay, es war nur ein schlechter Treffer anfangs, alles klar. Uff, Gottes Willen. Tja, Eddie, das war's mit dir. NFTs wollen nicht glauben machen, dass das was wert ist. Genau, weil die wollen das Zocken verkaufen. Natürlich, Gottes Willen.
NFTs an sich sind keine böse Technik, Gottes Willen, außer vielleicht dadurch, dass sie, oder ist jetzt sicher dadurch, dass sie die Umwelt schädigen können bis zum Umfallen, weil der Energieverbrauch einfach extrem ist dafür. Aber dieser ganze Handel, der gerade abgewickelt wird und der gerade stattfindet, ist in den allermeisten Fällen und vor allem auf diesen ganz großen Plattformen eigentlich immer Scam. Ich glaube, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt, findet man sehr schnell heraus, dass dann nichts davon, also wirklich nichts davon seriös zu nehmen ist. Ich muss leider zum Beispiel Schande gestehen, dass ich auf so ein Muster auch mal reingefallen bin. Und zwar 2008. Das war also noch vor der Zeit, in der ich Videos gemacht habe. Und zwar wurde ich da eingeladen zu einem sehr, sehr schicken Essen. In ein Büro in der Stadt weiter. Oder zwei Städte weiter. Eigentlich zwei Städte oder fünf Dörfer weiter. Bei uns ist alles da verteilt. Und da wurde mir erklärt, dass es ein Versicherungsunternehmen wäre. Allerdings ohne eigene Produkte. Man würde immer für den Kunden das Beste holen. Man sei mit fast allen großen, ich betone wirklich fast allen großen Versicherungsagenturen in irgendeiner Art und Weise verbunden. Bei diesen Fesseln zu schlafen ist eine gute Idee, mein Freund. Und danach würde man sich ja dann halt mit nach den Angeboten richten. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen. Es ist auch vollkommen irrelevant für die Story. War natürlich nicht so. Man hat das genommen, wo man selbst die größte Provision abgestaubt hat. Und das habe ich halt nach zwei Wochen da so relativ einfach. Fix alles rausgefunden gehabt. Und habe dann gesagt, okay, mach ich nicht mit. Habe keinen Bock drauf. Das war halt auch so ein Pyramidenschema. Du hast halt nicht nur deine eigenen Versicherungen verkauft, sondern hast auch versucht, oder hast halt auch versuchen sollen, andere Leute dafür anzuwerben, dass die das eben auch machen. Und wie gesagt, nach zwei Wochen hatte ich das halt dann komplett alles gesehen und durchschaut und bin dann ausgestiegen wieder. Aber was ist, wenn das jemand nicht durchschauen kann? Oder wenn das jemand wirklich glaubt? Wie bei diesen NFTs? Da gibt es dieses wunderschöne Meme von wegen Hold this and you will be rich. Und das ist einfach so ein kleines Vögelchen, das einen Chip hält, auf dem NFT steht. Das ist einem anderen Vögelchen verkauft. Und am nächsten Bild siehst du, dass er mit dem NFT nichts anzufangen weiß und er geht zum nächsten Vögelchen und sagt Hold this and you will be rich. Finde ich sehr, sehr schön. Solange alle in diesem System dran glauben, das ist wie mit Geld. Nur mit Geld haben wir uns halt auf einer sehr, sehr glaubwürdigen Basis zusammengefunden. Weil das Papier, auf dem Geld gedruckt ist, ist ja an sich auch nicht viel wert. Es ist nur was wert, weil wir alle uns damit abgefunden haben, dass wir gesagt haben, hey, dieser in Farbe XY bedruckte Geldschein ist jetzt so und so viel wert. Mehr ist es nicht. Schön. Und jeder, der sich da nicht dran hält, wird halt für einen Spinner gehalten. Aber das ist halt eine Währung, die leider durch
oder die zum Glück primär auch Staaten und sekundäre Unternehmen geeicht wird. Leider sekundär durch Unternehmen, komme ich gleich dazu, falls sich das ausgeht. Aber Geld ist halt eine Ressource, auf die wir uns geeinigt haben. Und Cryptocurrencies und NFTs sind halt genau das Gegenteil. Die sind halt nicht staatlich oder unternehmenstechnisch geeicht, sondern die sind halt da. Und sobald ich das mit Cryptocurrency noch nachvollziehen kann, weil es halt nur eine Währung neben der Währung ist, sind NFTs da schon weit schwieriger. Also ich bin von beidem kein großer Fan. Aber Krypto kann ich noch nachvollziehen, Bitcoin und Ethereum und den ganzen anderen Schmarrn, den es da gibt. Da kann ich noch eher nachvollziehen, warum es das gibt und dass es das gibt und schieß mich tot und überhaupt. Aber bei NFTs ist es vorbei, weil du kaufst halt nicht mal das Kunstwerk oder den Datensatz, der dahinter liegt oder was auch immer da in der Blockchain verlinkt ist. Sondern du kaufst dir nur den Beleg für den Link, der sagt, dass dieser Link oder dieser Beleg jetzt dir gehört. Das ist so, also ich weiß, dieser Vergleich wird super aufgebracht, aber es ist halt der beste, meiner Meinung nach, den es in die Richtung gibt. Dass es einfach nur, du gehst einkaufen im Supermarkt ist, aber anstatt dass du die ganzen Lebensmittel und den ganzen Kram mitnimmst, nimmst du nur die Rechnung mit und sagst dann, hey, ich habe die Rechnung hier, ich habe das gekauft. Aber du hast die Waren halt nicht. Und das finde ich super schwierig dran. Und deswegen funktioniert es halt nur, solange die Leute dran glauben. Und deswegen bleiben momentan auch sehr, sehr viele Leute drauf sitzen, dass sie ein NFT für 100, 200, 600, tausende Euro kaufen. Umgerechnet. Weil meistens wird es ja über Ethereum oder Bitcoin oder was auch immer bezahlt. Und wo dann gesagt wird, dass die dass die Leute daran glauben sollen und dass er weiterverkauft wird und dass es immer wieder verkauft wird und am Ende bleiben die dann drauf sitzen, weil halt außer denen kein Mensch dieses Bild kaufen möchte. Aber es wird Zeit für ein Gespräch mit Konrad. Leider nicht Adenauer, das war wahrscheinlich interessanter. Hier ist ein inverser Phaseninduktor. Ah ja, dann kriege ich endlich das Problem der Phaseninkonsistenzen gelöst. Okay, aber da fehlt noch was. Beeil dich, der Duke wartet. Hier, dein proprietärer Etwas-Kondensator. Wofür brauche ich den denn nochmal? Egal, fällt mir schon wieder ein. Gut, aber leider noch nicht alles, was ich brauche. Hol es, schnell. Da hast du deine Kreuzankerspule. Ist die denn auch konzentrisch? Sieht ganz so aus. Wow, du hast mir tatsächlich den ganzen Kram besorgen können. Endlich kriege ich den Big Bang fertiggestellt. Natürlich werde ich noch einige Zeit dafür brauchen. Du kannst ja so lange dem Duke sagen, dass hier alles glatt läuft oder so. Kannst es aber auch lassen. So. Ich habe tatsächlich sehr, sehr lange selbst Interesse an NFTs gehabt, habe versucht, mich da reinzulesen und dachte vielleicht, nachdem ich den Kryptozug damals so ein bisschen verpasst habe, dass das vielleicht eine Chance wäre. Aber je mehr ich davon lese und je mehr ich davon sehe, umso mehr erinnert es mich an meine Zeit damals bei diesem Versicherungsunternehmen. Also du bist dann wohl der neue Schlechter hier, was? Sieht so aus. Dann bist du mit Sicherheit hier, um eine neue Rüstung zu kaufen. Dann sieh dich mal um. Ich verkaufe dir allerdings nur Rüstungen, die deinem Rang entsprechen. Etwas Besseres gibt es nur für die Vollstrecker. Ist okay. Zeig mir deine Waren. Hui. Starke 72, aber...
Schlechter Helm, schlechter Rüstung. 9500, aber wir brauchen die Vollstreckerrüstung später sowieso. Ist halt die Frage, ob wir eine schlechte Rüstung überhaupt holen sollen. Weil ich glaube, rein auf die Vollstrecker-Sachen zu gehen, wäre besser. Das Einzige, was ich eventuell überlege, gerade wäre die Hose, weil unsere Hose ist echt nicht gut. Und vielleicht der Helm, weil wir keinen Kampfhelm haben. Wobei dann der Helm da eher noch Prio hätte, ne? Ach ja. Dein Big Bang wurde fertiggestellt. Ha, na siehste. Wusste ich doch, dass du was taugst. Der erste Elixitor bittet mich um eine Unterredung. Was gibt es, Tarek? Wir müssen über deinen letzten Befehl an unsere Soldaten im Grenzland zu Ignadon reden, Zadom. Mir missfällt deine Verschwendung von Ressourcen für unwichtige Ziele. Unwichtig? Wenn die Maschinen der Kleriker in den Eispalast stürmen, denkst du vielleicht anders darüber? Konzentrieren wir uns zunächst auf Abessa. Die Kleriker in Ignadon haben gar nicht die Mittel, die Barriere zu überwinden. Ich höre den Hybriden reden. Sag mir, seit wann ist unsere Stärke die Überheblichkeit? Du zweifelst an der Autorität des Hybriden? Die Direktive besagt, alles Elex dem Hybriden. Hast du dich schon einmal gefragt, was geschieht, wenn wir die restlichen Elex-Bestände aus den umliegenden Ländern der freien Menschen abgeerntet haben? Ich warne dich, Zadom. Treibe es nicht zu weit. Alles Elex heißt genau das. Der Hybrid wird auch vor deinen persönlichen Beständen keinen Halt machen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch wir zu den Konvertern abkommandiert und dort abgeerntet werden. Siehst du das denn nicht? Die Pläne des Hybriden sehen nicht vor, uns zu vernichten. Wir werden die Ersten sein, die von der Vollendung seiner Arbeit profitieren. Also lass endlich dieses Gerede. Sonst zwingst du mich irgendwann dazu, dir deinen Status zu entziehen. So, und jetzt geh und finde wieder einen Weg zurück zur rationalen Vernunft. Ja, das werde ich. Ich raffe jetzt gerade beim dritten Mal durchspielen, erst dass wir hier erfahren, dass oder wieso Zadom überhaupt abtrünnig ist. Cool. Wie ist denn der Status vom Big Bang? Ist das Ding schon unterwegs zu seinem Zielort, wie ich es Konrad befohlen hatte? Der Big Bang hat seine Bestimmung noch nicht gefunden. Konrad soll das Ding endlich nach Ignadon ausliefern. Und zwar sofort. Geh und erledige das. Beweg dich. Gut. Ach ja, ich habe eigentlich keinen Bock auf den Kampf gegen den Big Bang gerade, aber hey. Brauche ich eigentlich ein besseres Gewehr oder so, ne? War ja klar. Sieht ganz so aus, als ob Konrad den Big Bang gerade ausliefert. Weit wird er noch nicht sein. Ich wette, er will damit nach Ignadon. Ob er wohl die Route Richtung Norden an den alten Gewächshauskuppeln vorbeinimmt. Vielleicht besser, wenn ich das im Auge behalte.
Ja, schon, aber erstmal gehen wir nochmal auf Shoppingtour. Wie war das mit dem Fallops-Achievement?